Den nehme ich jetzt mal mit, aber ist eigentlich echt unnötig. Also, Cola ist wirklich nur für den Anfang wichtig. Sobald du Möglichkeit hast, Wasser aufzubereiten, ist Cola absolut wertlos. Die ist sogar wertloser als dieses Blatt hier. Oder als dieser Ast. Weil der halt so einfach an Wasser kommst. Und Wasser ist halt eine endlose Ressource. Oh, geplündert hatte ich das Auto schon, oder? Ich schau mal kurz rein. Ja. Taminas, okay. Ach ja, hier war ich, glaube ich. Ich müsste eigentlich auch einen Kühlschrank bauen demnächst. Das sind alles solche Sachen, die ich bräuchte. Aber ich bin auch schon sehr gespannt auf den Winter, wenn er dann irgendwann mal kommt. Ich muss zwei Sachen loswerden. Das. Ich bin zwei Sachen losgeworden. Wenn ich dann Hühner habe, ich habe noch kein einziges Huhn gefunden, fällt mir gerade so auf, dann wird das wahrscheinlich auch kein Problem mehr mit den Federn. Wie viel haben wir uns jetzt? Ist auch gleich platt. Dann habe ich bloß noch eine Axt. Meine letzte Axt würde ich dann gerne tatsächlich ein bisschen aufsparen. Für den Fall, dass ich Holz brauche. Ich glaube, ich bin gleich wieder voll. Oh ja. Dann die Äste. Oh, das hat mich gerade mega erschreckt. Ja, gerade kommt ein Bär. Oh, Mann. Oh. Oh. Scheiße. Ja, ich komme wieder. Bin einfach zu voll gerade, oder? Ich könnte nach Hause rennen. Der Bär auch jetzt die Tür geht. Dich nicht wundern. Ich renn mal hier lang, dann kann ich dann nur ins Wasser rennen. Ich sehe ihn nicht, dann wird er irgendwo gerade im Hotel sein, schätze ich mal. Ich beneide meine Katze gerade in letzter Zeit sehr. Normalerweise komme ich mit diesen 11 Stunden Arbeitstagen ganz gut klar, aber in letzter Zeit bin auch heute heimgekommen, habe was gegessen, wollte eigentlich noch das machen und das machen und dann schläfst du bis um 8 und dann schläfst du nochmal ein, dann schläfst du bis um 9 und dann sitzt du um 11 hier und fängst an aufzunehmen. Es ist super. Und da hast du noch keine einzige Folge gerendert oder beschriftet.
Aber tatsächlich hat für mich Aufnehmen gerade erstmal Priorität vor dem Rendern und Beschriften, weil das kann ich ja machen, wenn meine Frau wieder da ist. Warum ist es vor, also ich ist ehrlich so, vorm Urlaub ist mit am schlimmsten. Vorm Urlaub und nach dem Urlaub hast du arbeitstechnisch und auch privat meistens noch so viel zu tun, dass es eigentlich fast keinen Spaß macht, in den Urlaub zu fahren. Im Urlaub ist es dann super, aber dann ist es wieder scheiße. So, wie alt ist denn das jetzt? 41. Gerade mal bei 60, das muss viel schneller trocknen. Wie viel habe ich denn jetzt? Habe ich super gemacht. Wird schon passen. Hier müssten eigentlich die Sachen reinkommen. Beim Lehm bin ich mir noch unsicher, wo der reinkommt. Habe ich wirklich noch keine Ahnung. Eigentlich müsste es ja so rum sein auch. Die können da wunderbar hin. Das passt dahin. Das kann dahin. Schön. So, Revolver habe ich auch schon einiges gefunden. Ich bräuchte eigentlich auch eine Art Medizinschrank. Das können wir dann alles mal schauen. Fällt schon was ein dafür. Hier Handschuhe, hier Alkohol. Oh, Schmerzmittel sind immer lustig. Ein bisschen Party muss man ja auch machen können. Zigaretten, glaube ich, hier. Die gehen alle gleichzeitig kaputt, aber ich habe echt keine Ahnung, was ich damit machen kann. Also ich weiß, dass man mit Zigaretten beha tatsächlich Behandlungsmittel herstellen kann für Pflanzen. Aber ich glaube, so weit ist das Spiel noch nicht, dass Krankheiten bei dem Spiel mit wichtig werden. Super. Der gehört eigentlich auch nicht rein. Ich mache jetzt gleich was für die Ärzte. Das gehört hier nicht rein. Das gehört hier nicht rein. Das gehört hier nicht rein. Das gehört nicht rein. Ach, diese Ordnung ist furchtbar. Mit so einem Rohstoff eigentlich. Das ist eine Waffe. Mal kurz alles durchschauen. Inventarmanagement. Mit Schlimmste. Vor allem bei mir. Das rächt sich halt, wenn du alles überall reinschmeißt anfangs. Später werde ich dann Werkzeuge und Waffen wieder trennen. Normalerweise mache ich das immer, aber halt, das war eine Säge.
So. Das brauchen wir. Das kann eigentlich mit so einem Boden schätzen. Hier müssen die alle rein. Oh ja, davon habe ich auf jeden Fall schon ein paar. Hier kann das Klebeband dann hin. Hier müssen auch die Federn. Die Seile eigentlich auch. Nägel gehören natürlich zum Metall. Unten zu den verarbeiteten Produkten. Ich brauche, glaube ich, noch normales, normalen Schrott. Ach, Komponenten brauche ich auch. Brauche ich dann eh nochmal. Meine Handschuhe sehe ich, mein Körper nicht. Warum ist das so? Mann, das gefällt mir so nicht. Klatsch das Ding an die Wand, verdammt nochmal. Das ist der falsche. Wie, was? Geh mal weg. So. Ach, würde es schon passen. Die Metalle nehme ich jetzt auch hier raus. Dann bleibt halt nur noch Munition hier. Ein bisschen passen sollten wir schon machen. So, hier hätte ich jetzt gerne meinen Waffenschrank. Oder Werkzeugschrank. Ne, hier kommt der, tatsächlich der Werkzeugschrank dann rein. Ah, ja, Katze, nimm dein Buckel da weg, Mensch. Ja. Alles nicht so einfach. So. Also irgendwas mit diesem Bausystem funktioniert überhaupt nicht mehr. Habe ich zumindest das Gefühl, vielleicht bin ich auch zu blöd geworden, aber ich habe ernsthaft das Gefühl, dass es passt nicht so richtig. So, jetzt packen wir mal Werkzeuge und Waffen auseinander erstmal. Ist das ein Werkzeug und eine Waffe? Ich nehme es mal als Werkzeug. Nah- und Fernkampf. Ein Messer ist aber auch ein Nah- und Fernkampfwaffe. Nee, Messer ist für mich eher eine Waffe. So. Und dann gucken wir jetzt mal, was der Kühlschrank so braucht. Bin nicht zufrieden damit. So, früher hatte ich hier zwei Kühlschränke stehen. Drei elektronische Teile, die kriege ich erstmal nicht zusammen. Ich würde ihn trotzdem gern bauen.
Hab nichts davon da. Ich will jetzt mal kurz schauen, ob ich die Kartoffel gebraten krieg. Zumindest gleich. Dann hole ich noch ein paar Stöcke. Damit es auch wirklich noch ein bisschen brennt. Tatsächlich, es geht wieder. Also ich ging ja zwischendrin mal nicht, die zu braten. Meine gut gebratene Kartoffel. Ich kann ja wahrscheinlich dann auch noch ein paar Sachen zusammenschmeißen wieder. Aber das muss jetzt nicht gleich sein. Ich könnte jetzt mal ein bisschen Wasser holen. Shit. Hol noch mal kurz Wasser. Ich glaube, heute werde ich eh nicht mehr so viel unternehmen. Ich würde gerne dahinter gehen, da brauche ich wirklich eine Schusswaffe. Da brauche ich nicht mit meiner Pistole mit zwei Schuss hintergehen. Die machen mich fertig. Ich meine, es wäre zwar gar nicht schlecht, aber die machen mich fertig. Dauert so lange. Ah, was mache ich denn? Streichholzborke. Vier. Mal Holz. Vier mal Borke haben wir. Streichholz habe ich auch einige. Der ist wunderbar schnell verarbeitet. 2 Minuten waren es, glaube ich, bloß. Das ist... Ja, das ist gar nichts, zeittechnisch. Fang mal an. Was machen wir jetzt? Ich könnte ein paar Harry Potter Zauberstäbe erstmal herstellen. Aber ich glaube, mein größtes Problem ist, dass ich jetzt wirklich warten muss. Bis die Eingeweide getrocknet sind, damit das entsprechend passt. Ich könnte schon mal versuchen, mein Auto zu bauen. Weiß nicht, ob ich... Ich vermute mal, dafür hier brauche ich den Wagenheber. Bin ich mir ziemlich sicher. Moment, hat das auch genug Kofferraum? Ja, hat's. Nicht, dass ich hier ein Auto repariere, das einfach nur Mist ist. Moment, wozu ist dieser Wagenheber? Ist der Wagenheber vielleicht, wenn das Ding umgekippt ist?
Also kann ich die ganze Zeit schon mit dem Auto fahren? Achso, Mist. Dann ist der Wagenheber wahrscheinlich wirklich dafür, dass man ein umgestürztes Auto wieder aufrichten kann. Das wäre, wenn ich, also ich vermute es mal, das wäre natürlich echt super, weil ich hatte ja öfters mal das Problem, dass die Dinger umkippen. Auch manchmal schon ganz spontan und du hast nichts gemacht. Und ehrlich gesagt, ich werde mir jetzt auch gleich hier noch Reserve mit reinlegen. Ins Auto. Das nimmt zwar ein bisschen Inventarplatz weg, aber so kann ich wenigstens, wenn wirklich Not am Mann ist, direkt wechseln. Weil ich ja gerade die schlechtesten Sachen nehme, um damit rumzufahren. Ich könnte auch mal speichern. Und ich glaube, wenn ich recht entsinne, hatte ich irgendwo noch ein Haus, was ich nicht betreten habe. War hier oben nicht noch eins? Irgendwie sowas. Also die Straße wollte ich ja nicht weitergehen. Da hinten. Hier waren doch früher Häuser. Ich glaube zumindest, dass hier nicht drin war. Ich meine, wir haben ein bisschen Zeit, da kann ich auch noch ein bisschen auf solche Touren gehen. Aber irgendwo hier hinten gab es auch einen Banditenkampf früher. Ne, hier war ich doch noch nicht. Das sagt mir absolut gar nichts. Also früher sah es ja zumindest anders aus. Ganz ehrlich, solche Sachen würde ich mir, wenn ich in der Apokalypse wäre, das ist nicht so schwer, würde ich mir mit nach Hause tragen. Bei hier ein Kilometer, das würde ich nach Hause tragen, kann ich das mit? Nee, natürlich nicht. Ich dachte, ich kann da reinschauen. Kann ich auch nicht nehmen, gehört zum Brunnen. Hier komme ich gar nicht rein, oder? Das könnte ein Umspannwerk sein. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, das war jetzt nicht so aufschlussreich. Da sind Banditen. Ich könnte höchstens mal versuchen, einen zu erstechen. Da steht aber noch einer. Ich glaube, das lasse ich lieber. Der hat auch keine weitere Sichtweite mehr. Ich brauche halt eine richtige Fernkampfwaffe. Also ich hab zwei Pistolen, aber die bringen mir halt herzlich wenig. Oh, da habe ich mittlerweile Munition. Ich kann mal gucken. Wollen wir es einfach mal probieren? Mit Speeren brauche ich gegen die nicht losgehen. Da die genauso sonnenunempfindlich sind wie ich, hat es wenig Sinn. Man muss sie wirklich gezielt von der Ferne ausschalten und ein Bogen würde gehen, weil man da relativ schnell schießen kann, aber mit Speeren, in denen ich dann auch noch das Inventar nebenbei noch managen muss, das wird absolut nicht funktionieren. So. Kann mal gucken, ob ich dafür Muni habe. Riffel-Ammo. Na, immerhin.
Das ist fast gar nichts. Bin ich ganz ehrlich, das ist nicht gut. Das Schöne ist, von den Banditen kriegen wir wahrscheinlich wieder Brokkoli und solche Sachen. Vielleicht habe ich auch Glück und ich krieg von den Korn. Korn werde ich später noch brauchen für die Hühner. Dann brauche ich bloß noch Hühner. Das ist auch so. Es ist halt alles so stark verändert mittlerweile an dem Spiel. War aber nur ein Testschlag. Oder ja, doch ein Testschlag. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Ja, ich renne einfach mal so ins Camp rein. Ich habe gerade gedacht, das ist weiter rechts. Das hätte jetzt echt beschissen ausgehen können. Problematisch ist, sobald ich hier den ersten Schuss abgebe, werden die auf mich losgehen. Ah ja. Ich glaube, wenn ich einen erstechen könnte, dann ihn. Aber das Problem ist, dass der da rechts viel zu schnell wieder da ist. Rein theoretisch müsste ich den, der da drin ist, zuerst holen. Dann könnte ich ihn holen und dann könnte ich ihn holen. Ich bezweifle, dass das gut gehen wird. Ah, okay, den scheint das gar nicht zu interessieren. Die scheinen die Pistolenschüsse einigermaßen zu überleben. Schießt er auf mich? Bin ich ganz sicher. Könnte sein, dass er auf mich schießt. Sieht so aus, oder? Aber man hört nichts. Die schießen deutlich besser als ich. Möchte ich nur. Das ist aber echt beschissen, wenn ich ehrlich bin. Die stehen irgendwo hinter einer Verteidigung und ballern. Also, klar, der hat mich jetzt gut erwischt. Der ist. Hat um die Verteidigung rundherum geschossen, aber die stellen sich einfach irgendwo dahinter und fangen an zu schießen. Die haben vollkommen gegen eine Holzbarrikade geschossen und gegen ein paar Schrottteile. Und es scheint auch wirklich nur der getriggert zu werden, der getroffen ist. Der Rest des Camps scheint vollkommen uninteressiert zu sein. Was auch irgendwie sehr merkwürdig ist. Ah, ich bin getroffen. Ja, dir gebe ich und der daneben. Ja, alles okay. Juckt mich nicht. Also muss ich gucken, dass ich zwei Schuss mit einmal abgebe, nach Möglichkeit. Ich habe gedacht, so ein Kopfschuss ist ausreichend. Das klappt nicht, der. Die haben eine Reaktion, muss ich sagen. Seh dich. Ey, wie gut schießen die denn? Und warum zur Hölle hört man nicht, wenn die schießen? Was haben die da drauf? Schalldämpfer? Leicht, ich nehme mal die M4. Das Problem bei der Pistole ist, du brauchst zu lange, um einen zweiten Schuss abzugeben. Okay, wo der jetzt weggelaufen ist, habe ich gezögert. Aber die schießen unglaublich schnell. Ich glaube, die sind schlimmer geworden. Aber ich habe auch keine richtigen Waffen. Ich habe ja absolut nichts, um die effizient zu bekämpfen gerade. Und die sind halt ein bisschen besser geschützt als ich.
Okay, ich habe bloß noch die beiden Sachen. Ach, übrigens, increased war erhöht, nicht gesenkt. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Okay, ich habe keine Rüstung, aber trotzdem. Ich glaube, mit 18 Schuss komme ich wirklich nicht weit. Wahrscheinlich komme ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr mit dem Bogen gegen die an. Habe ich irgendwie das Gefühl. Irgendwas sagt mir, dass das nicht mehr so ist wie früher. Und der hat seine Kleidung gewechselt, oder? Zumindest der. Hat wahrscheinlich keiner gehört. Nö. Das fällt gar nicht auf. Das fällt. Hä, was ist. Scheiße, ich glaube, den habe ich verfehlt. Gut, 5 Schuss und das reicht für einen. Der schießt, aber ich weiß nicht wo.